Willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Format Geek Talk. Ich fange gleich an mit dem ersten Thema. Das erste Thema lautet Konferenzen. Ich möchte euch jetzt ein paar, drei, vier Konferenzen vorstellen. Einfach mal so ganz groben Umriss geben. Ich fange an mit der eigentlich in der Computergrafik der größten Konferenz, nämlich dem SIGGRAPH. Ja, der findet, wie es hier oben steht, dieses Jahr in Anaheim statt, in dem Zeitraum. Eigentlich der größte oder die größte Konferenz mit einem sehr großen Varieté an Themen aus dem Bereich Computergrafik. Also unterm Strich, wenn man es da geschafft hat, ein Paper anzubringen, dann hat man es auch geschafft mit dem Paper. Im Rahmen PhysicGraph einfach mal kurz, damit man weiß, was los ist. Ich habe hier noch ein Video. Die Links sind natürlich alle zu allen Konferenzen, zu diesem Video, alles in der Videobeschreibung. Guckt euch das Video vielleicht mal an. Es ist wirklich cool gemacht. Es ist sehr beeindruckend, was man in diesem Video sehen kann, was Menschen aus Computergrafik rausholen und wie da teilweise die Physik alles zusammenspielt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an. Die nächste Konferenz ist Eurovis. Die findet in Deutschland in Leipzig statt. Auch eine sehr gute Konferenz eigentlich über Thema Visualisierung. Wie gesagt, klickt euch hier ein bisschen durch. Programm, Speakers, Paper, Submissions. Ihr könnt euch das alles mal angucken. Eine andere Konferenz ist die 3D UI. Die geht ein bisschen um 3D User Interfaces. Das Problem eigentlich prinzipiell ist, ich habe eine 2D-Maus im Normalfall, einen Mauszeiger, der sich 2D bewegt. Wie interagiert man mit bestimmten Eingabegeräten oder wie kann man Oberflächen designen, um 3D-Inhalte darzustellen und damit zu agieren? Und die letzte Konferenz ist die IEEE. Das ist Advanced Technology for Humanity. Sagt der Name schon, es geht ein bisschen mehr in den Bereich medizinische Sachen so. Ich habe mich mit der, muss ich sagen, noch nicht tiefergehend beschäftigt, aber von dem Titel, was man so ein bisschen hier rüber sieht, wenn man hier ein bisschen drauf guckt, sieht man eigentlich auch schon, dass es eher darum geht, Menschen das Leben zu vereinfachen, vielleicht mit ein paar Behinderungen, Einschränkungen zu agieren. So, das war das erste Thema. Wir springen quasi gleich ins zweite. Nachdem wir jetzt gerade die Konferenzen abgehandelt haben, ein weiteres, wie ich finde, sehr spannendes Thema, was vielleicht gerade für Personen, die Inhalte ins Internet stellen, definitiv interessant ist, das ist der Google Plus 1 Button. Google hat ja mit Plus 1 oder dem Google Plus, dem Netzwerk, ein soziales Netzwerk geschaffen, wo viele denken, es soll eigentlich nur als Konkurrenz dastehen zu Facebook. Dem ist im ersten Moment natürlich so, aber im zweiten Schritt sage ich, nein, das ist nicht nur so. Man sieht, dass in dem Play Store für Android-Apps Google Plus 1 Button vorhanden ist. Wenn man da mit der Maus rübergeht, kann man schon sehen, dass hier gleich alles geteilt werden kann. Man kann schon Kreise ausgeben. Dies ist definitiv deutlich stärker zu vertreten als Facebook mit dem einfachen Inhalt, mit dem Daumen hoch oder dem Like. Das ist cool, aber hier kann man natürlich einige Sachen noch machen. Man postet das im Endeffekt genauso bei Google Plus. Ein zweiter Schritt ist, ich habe hier mal eine andere App aufgemacht, dass die Kommentarfunktion von Google auch schon mit Google Plus verbunden ist. Man sieht hier, Google-Nutzer war vor der Verbindung. Und hier sieht man, dass hier die Person, wenn man darauf klickt, landet man gleich auf dem Google Plus-Profil. Ich mache das mal schnell wieder zu, weil fremde Leute hier zu zeigen, ist jetzt nicht mein Sinn, was ich machen möchte. Also das integriert Google alles ganz cool schon in alles ineinander. Das ist schon also eine Cross-Plattform. Der Vorteil von diesen ganzen Plus-1-Sachen ist, dass wenn man Plus-1 verteilt, dass die Inhalte bei Google natürlich landen. Zum einen werden unbekannte Webseiten oder unbekannte Inhalte Google mitgeteilt, was für Google natürlich toll ist, weil ihr gesamter Suchindex damit anwächst ohne Ende. Zum anderen, je mehr eine Webseite oder ein Plus-1-Button geklickt wird, desto interessanter ist er ja auch für die breite Masse. Das hat Google sich auch gedacht und daraufhin werden, ich weiß nicht wie stark, ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man kann davon ausgehen, dass die Suchergebnisse von Google auch teilweise durch die Plus 1 einer Webseite mitbestimmt werden, also dieses Page Ranking hier. Sprich, Webseiten, die viele Plus 1 erhalten, rutschen anzunehmenderweise nach oben. Also ich kann da keine definitiven Aussagen drüber treffen, das ist alles natürlich Spekulation. Google lässt sich da auch nicht in die Karten gucken. Des Weiteren, was viele auch nicht wissen, ist, dass wenn man mit der Maus über einen Link geht, es hier erscheint ja dieses eine kleine Fenster, die Vorschau, und es erscheint neben dem Link das Teilen, sehr uninteressant. Und wenn man da kurz raufklickt, kann man schon sehen, auf Google Plus teilen. Google hat hiermit alles schon wieder zusammengepackt und alles miteinander verbunden. Und
Google Plus ist natürlich auch in Verbindung noch mit YouTube. Man kann den Google Plus Button auch bei YouTube bald finden, wenn man da nicht schon drin ist. Das weiß ich gerade nicht. Das ist auf jeden Fall auch geplant, das alles miteinander zu verbinden. Das heißt, Daumen hoch und Daumen runter für YouTube verschwinden. Und es soll eigentlich nur noch den Plus 1 Button geben, damit alles ein System, eine Integration hat. Zudem, die Hangouts von Google Plus sind auch möglich, als Livestream über YouTube schon zu streamen. Also man sieht, Google hat sich hier mehr Gedanken gemacht, als nur zu sagen, wir wollen eine Konkurrenz zu Facebook erschaffen. Natürlich war das auch ein Gedanke mit dazu, allerdings aufgrund der Macht von Google sind viel mehr Möglichkeiten dem noch gesetzt. Ihr könnt da sicherlich nochmal googeln. Die Seiten, die sich über Plus 1 Button auslassen, haben sicherlich einen, ergo ihr werdet sie auch finden. Wenn das Thema interessiert, lest darüber noch einiges weiter und wir springen zum dritten und letzten Thema für diese Ausgabe und es geht dann gleich weiter. So, das dritte und letzte Thema für diese Ausgabe, es geht um wieder ein kleines Tool, was ich wahnsinnig nützlich finde, wenn man gerade mal öfters größere Downloads hat oder halt viele kleine Downloads. Finde ich es sehr angenehm. Das Tool nennt sich UGet, ein Download-Manager auf Basis von GTK. Gibt es auch für Windows, nicht nur für Linux, und der bringt eine ganze Menge von, wie hier aufgelistet, coolen Features eigentlich mit. Viele Standard-Tools oder Standard-Features, die eigentlich jeder hat. Allerdings auch einige coole wie Automatic Shutdown, dass man wirklich sagen kann, hey, ich habe hier einen Download, der ist in 3 Stunden fertig, ich lasse meinen Rechner automatisch runterfahren und hau mich aber trotzdem ins Bett. Also man kann nachts dann den runterlassen. Eine Integration über FlashGot in Firefox, wahrscheinlich auch in Chrome, ist möglich. Ich habe es noch nicht integriert. Ein kleines schmales Tool. Unter Downloads findet ihr einmal PPAs, für die halt nicht Ubuntu benutzen. Hier sind noch Anleitungen und eine Windows-Version ist auch vorhanden. Aber für die im Ubuntu benutzen, in dem Software Center, findet ihr UGet ohne das PPA hinzuzufügen. Ihr könnt einfach dann hier an eurer Stelle auf Install klicken und habt UGet, wie ich finde, ein verdammt nützliches Tool. Bringt auch Integration in GNOME mit kleinen GNOME-Notifications, wenn der Download fertig ist, Bandbreitenlimitierung, was man eigentlich so im allgemeinen Leben braucht. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dieses Tool. Alle Links dazu auch in der Videobeschreibung, auch aus den vorherigen Teilen, Konferenzen und Download-Links etc. pp. Alles in der Videobeschreibung. Guckt es euch an, ich kann es euch empfehlen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim durchs Internet stöbern. Bis zum nächsten Mal.